diejenigen Gruppierungen, die sich heute als Aleviten sehen und die quasi zu diesem hauptsächlich in Anatolien bestehenden, dann quasi aber auch quasi so ein bisschen auf dem Balkan und Zahnrändern bestehenden, Otschak-zentrierten Gruppierungen, dass es dort doch ein bestimmtes Religionsverständnis gibt und Gottesverständnis gibt, das man bestimmen kann, und dass es quasi ein Gottesverständnis, dass Gott jetzt nicht nur als quasi das Transzendente ganz andere wahrnimmt, sondern dass Gott auch in der Natur, in den Geschöpfen und dann auch im Gegenüber wahrnimmt. Also dann ganz konkret im anderen Menschen, dem man sich gegenüber findet. Und so hat das Gottesbild der Aleviten auch dann direkt was mit alevitischer Ethik zu tun. Weil wenn man den anderen und seine Umwelt als Teil des Göttlichen wahrnimmt, dann impliziert das auch, dass man sich mit Respekt und auch liebevoll diesem anderen gegenüber verhält. Also Gott ist nicht absolut transzendent, sondern Gott ist immanent, Teil der Welt. Es gibt keine klare Grenze zwischen dem Transzendenten und dem Immanenten.